Stoff ist spannend. Heute haben wir einen besonders spannenden Stoff, nämlich Parallelverarbeitung. Holen wir endlich mal aus unseren Rechnern die ganze Leistung heraus, die eigentlich drin steckt. Ja? Wer von Ihnen hat denn schon mal mit Parallelprogrammierung experimentiert? Ja, also doch schon einige, ja? Also gut, so 10 Stück. Ich erinnere Sie nochmal an das, was wir letzte Woche oder eigentlich am Montag besprochen hatten. Das ist Prozesse und die Kontrollfäden oder die Ausführungsfäden. Die Ausführungsfäden sind diejenigen, die tatsächlich die Einzelinstruktionen der Reihe nach ausführen. Ja? Kontrollfäden oder Ausführungsfäden. Und wenn Sie ein Java-Programm starten, bekommen Sie einen Prozess. Einen, genau einen Prozess mit genau einem Faden. Und dieser eine Faden beginnt mit Main. Ja? Der ist so eingestellt, dass er mit der Adresse, an der Main steht, die erste Instruktion der Funktion Main, dass er die ausführt und dann durch den Code, den Sie da geschrieben haben, durchgeht mit seinen Sprüngen und Schleifen und Fallunterscheidungen und was weiß ich, was da alles steht. Können Sie sich vorstellen, das Wort Faden oder Thread kommt eben daher, dass sich hier so ein Faden hier durchwickelt durch die vielen Instruktionen. Ja? So. Also Sie beginnen den Prozess mit einem einzigen Faden, der Main ausführt. So ein Faden, das hatte ich Ihnen schon gesagt, auch gesagt, hat einen Haufen Informationen, insbesondere hat er einen eigenen Ablaufkeller. Ja, dieser Kellerspeicher wird dazu benutzt, um erstens die Aufrufe der einzelnen Funktionen, einschließlich der rekursiven Funktionen, zu ermöglichen. Sie können ja sich mal ein einfaches Beispiel vornehmen, zum Beispiel die rekursive Funktion von Fakultät, der Fakultät zu berechnen. Ne? Also die gleiche Funktion ruft sich immer wieder auf, hat lokale Variablen. Die lokalen Variablen werden in einer Aktivierung abgelegt. Beim ersten Aufruf, beim zweiten Aufruf wird wieder eine Aktivierung angelegt, wieder kommt die lokalen Variablen drauf und so weiter. Und da kommt natürlich eine Multiplikation vor, wenn Sie zurückkehren. Gehen Sie einfach her, nehmen Sie den Wert n zum Beispiel und multiplizieren den mit Fakultät von n minus 1. Das ist der rückkehrende Fakultätsaufruf, liefert dann am obersten Keller ein Ergebnis ab, das Sie dann natürlich benutzen können für die Multiplikation. Und da liegt das Ergebnis also gerade an der erwarteten Stelle. Also Funktionsmethodenaufruf ist eine komplizierte Sache. Ich habe jetzt noch gar nicht besprochen, wie man die Polymorphie auch noch so implementiert. Das hatte ich Ihnen ja schon mal erklärt im Bild, aber nicht so auf dieser Ebene. Aber das Wichtigste ist, dass wir eben uns klar ist, dass jeder Faden seinen eigenen Kellerspeicher hat und damit sind alle lokalen Variablen privat. Alle lokalen Variablen sind privat. Das ist nicht in allen Programmiersprachen so, aber wenn eine Methode eine lokale Variable anlegt, dann kommt sie auf den Keller. Und der Keller ist von anderen Fäden nicht einsichtig. Ja? Die einzige und wirklich eigentlich richtige Methode, Daten zu teilen, ist, indem man sie auf der Halde ablegt. Das heißt also, es muss möglich sein, dass ich entweder auf der Halde bereits Objekte habe, was sie natürlich haben, jede Menge von Objekten werden beim Start des Programms implizit, die ganze Bibliothek, alles wird ja gleich mitgeladen oder zumindest vorgesehen, dass es dynamisch nachgeladen wird. Das ist bereits auf der Halde, die Daten dazu. Wenn Sie Daten anlegen, zum Beispiel ein Objekt erzeugen, es auf die Halde legen und es dann einem anderen Faden übergeben zur Ausführung, dann kann der andere Faden natürlich mit diesem Objekt umgehen. Ja? Das ist also unser abstraktes Maschinenmodell. Es steht da vielleicht ein bisschen mehr da, als Sie wirklich brauchen mit der Aktivierung. Das kommt eigentlich eher wieder mal aus dem Compilerbau. Wir müssen manchmal verstehen, wie ein Programm, das wir in Java schreiben, das so schön aussieht, was da eigentlich, nachdem es kompiliert worden ist, wirklich passiert auf der Maschine. Ja? Und gerade bei der Parallelprogrammierung müssen wir da ein bisschen davon verstehen. Okay, so, dann hatte ich Ihnen noch erklärt, was die übrigen Register tun. Das habe ich jetzt auch schon. Java geht nur über Objekte auf der Halde, der Keller ist fadenlokal. Allerdings ist das nicht in allen Programmiersprachen so. Wenn Sie zum Beispiel in C programmieren würden, in C können Sie von jedem Objekt, von jeder Variable, auch den lokalen Variablen, einen Zeiger erzeugen. Dann bekommen Sie die Adresse. Die Adresse können Sie an einen anderen Faden geben in einem Methodenaufruf, indem Sie irgendwo auf die Halde schreiben. Dann hat der also ein Zeiger direkt in Ihren Kellerspeicher rein und kann da alles Mögliche an Unfug treiben. Ja? Ein typisches, praktisches Einfallstor für
Sicherheitsbeschädigungen, Beschädigungen Ihres Programmes. Ja? In Java ist das schon mal nicht möglich. Das ist so, die Sprache ist schon so gestaltet, dass Sie Adressen nicht bilden können von lokalen Variablen. Und damit geht das gar nicht. Ja? So, was haben wir noch zu sagen? So, und im Falle von Kontrolldaten und Kontrollabhängigkeiten brauchen wir jetzt natürlich Synchronisation. Wir brauchen eine Möglichkeit, dass wir sagen, jetzt arbeite ich mit dem Datum und bitte funkt mir nicht dazwischen, bis eben das Objekt, das ich bearbeite, wieder in einem konsistenten Zustand ist und ich es freigegeben habe. Dazu werden wir ein Konstrukt benutzen, das heißt Monitor. Der ist ebenfalls schon in Java eingebaut. In anderen Programmiersprachen sind die Synchronisationskonstrukte als Bibliotheken gegeben. Java hat von Anfang an das bereits als Sprachkonstrukt vorgegeben, ist dadurch viel, viel sicherer als die Bibliotheken, die es für C und C++ gibt. Ja? Das andere, was wir brauchen werden, ist nicht nur, dass ich sage, sperre ein Objekt mit einem Monitor, damit es ungestört geändert werden kann von anderen. Wir brauchen auch die Signalisierung. Die Signalisierung sagt, ein Faden sagt, ich warte, bis ein bestimmtes Ereignis auftritt. Wenn dieses Ereignis benachrichtigt werden und dann fortsetzen. Dieses Signalisieren geht ebenfalls in Java ganz, ganz elegant mit einem Konstrukt, mit Methoden, die heißen Wait und Notify. Notify ist das Signalisieren, das Wait ist auf das Signal warten. Das werden wir alles heute genauer besprechen. So, haben Sie soweit irgendwelche Fragen? Ne? Dann schauen wir uns als erstes einfach ein richtiges paralleles Programm gleich mal an. Also jetzt haben wir ein kleines Rätsel. Wir beginnen mit einem ganz einfachen Programm. Und zwar heißt das Ding Wettlauf. Da laufen zwei Fäden gegeneinander. Möglichst schnell. So schnell, wie die Maschine hergibt. Es gibt nur eine Variable, die uns interessiert, nämlich Wert. Der ist zu Null initialisiert. Was wir machen werden, ist, wir werden einen Faden schreiben, der diesen Wert erhöht. Mit Wert +++. Und einen zweiten Faden, der den Wert wieder erniedrigt. Mit Wert --. Und die Anzahl der Iterationen, wie Sie das machen, das wird in dieser Zahl festgehalten. Ja? Das ist unsere Obergrenze, die geben wir dann ein. Wir können dann so und so viele Iterationen wollen wir haben. Ja? So, jetzt schauen wir uns zwei Fäden an. Da sehen Sie gleich, wie man einen Faden erzeugt. Es gibt nämlich eine Klasse, die heißt StownThread. Ja? Die erzeugt also einen zusätzlichen Kontrollfaden. Den merken wir uns in diese Variablen Increment. Es gibt dann einen zweiten Increment. Ja? NewThread, so ein Faden, der braucht etwas, was er ausführen kann, er weiß ja nicht, was er zu tun ist. Und zwar geht das so über eine Hilfsklasse, eine Schnittstellenklasse, die heißt ein Runnable, ein lauffähiges gewissermaßen, ein Runnable. Und das gebe ich hier gleich in der Zeile mit an, anonym, ohne eine eigene Klasse dafür zu deklarieren. Da kann ich also hier sagen, erstens könnte ich hier oben ein Runnable deklarieren und dann übergeben als Parameter oder eben anonym übergeben. Ich erzeuge ein New Runnable. Und gib an, was die Run-Methode dazu macht. Das Runnable hat nur eine Methode und die heißt Run. Ja? Parameterlos. Und was die macht, ist, die hat eine Schleife, die geht von 1 bis n und erhöht Wert +++. Ja? So, wenn ich das ausgeführt habe, läuft noch gar nichts. Ja? Es läuft noch gar nichts, es ist nur ein zweiter Faden erzeugt worden. Ja? Also nur die Datenstruktur, die Sie im vorigen Bild gesehen haben. Es rührt sich noch nichts. Der Einzige, der etwas macht, ist der Faden Nummer 1, nämlich der Main ausführt. Der sagt, ich habe das gerade gemacht und dann kommt das hier. Dann kommt noch eine Deklaration, das heißt, ich erzeuge noch einen Faden. Der ist exakt wie der obige, nur dass er den Wert -- dekrementiert. Noch läuft nichts. Wir haben nur zwei Fäden angelegt. Und beide wissen jetzt, was zu tun ist. Und wie starte ich die ganze Geschichte? Naja, ich muss einfach, das ist die Methode Starte-Test. Was die macht, ist, ich rufe an jedem dieser beiden Fäden die Methode Start auf. Also nicht Run, sondern Start. Start startet die Dinger und jetzt erst laufen sie. Erst der eine, dann der andere, laufen beide an mit ihrer eigenen Geschwindigkeit. Es ist keine Synchronisation vorgesehen. Aber wie wissen wir, wann sie fertig sind? Ja, sie machen jetzt N Iterationen, das sind 100 oder 1 Million oder 1 Milliarde. Es ist eine Long-Zahl, das kann ziemlich lang iterieren. Also wie weiß ich, dass die Fäden fertig sind? Naja, da gibt es eine andere Funktion, die heißt Join. Wir müssen ja bedenken, das, was Sie hier jetzt sehen, außerhalb dieser Fäden, das ist, wird jetzt alles ausgeführt vom Hauptfaden, vom Main-Faden. Ja? Der läuft jetzt einfach hier in diesen Aufruf, der sagt, Join den Increment-Faden. Das heißt,
das Join wartet darauf, dass dieser Faden beendet. Beenden kann er einfach, indem es fertig ist. Die Iteration, die wir da geschrieben haben, zu Ende geht. Ja? Und da warten wir auf den ersten. Das kann lange dauern, kann kurz sein. Und dann warten wir auf den zweiten. Ja? Sie werden beide die gleiche Anzahl Iterationen haben. Das heißt, der Zeitunterschied zwischen den beiden dürfte ziemlich minimal sein. Ja? Und das Ganze schön in einen Try-Catch-Block, damit bei seltsamen Werten Situationen, wir sehen können, was passiert ist. Und am Schluss geben wir Wert zurück, der Wert wird ausgedruckt. Ja? So, und jetzt ist die Frage, was wird ausgegeben? 0, fassen wir 1 oder minus 1, plus 1 oder minus 1 zusammen, eine Antwort, plus n oder minus n, oder was anderes. Wenn Sie was anderes sagen, sagen Sie mir was. So, wer ist für 0? 0? Nicht mehr? Wer wäre für plus 1 oder minus 1? Plus 1 oder minus 1, wir legen irgendwie 1 daneben. Das kann sich wenig dafür erfreuen. Plus n oder minus n? Ja, wie könnte das passieren? Wie könnte plus n oder minus n passieren? Ja, der Kollege sagt, es könnte ja sein, dass ein Faden öfter drankommt als der andere, aufgrund des Betriebssystems, das sich entscheidet, und den lasse ich jetzt nicht laufen. Das würde letztendlich, weil wir auf das Beenden beider Fäden warten, nichts bewirken. Ja? Beide, selbst wenn er stoppt und der andere weit voraus ist, dann hat der plus n eben was weiß ich, 1 Million erzeugt und dann kommt er nach und zieht wieder ab. Ja? Also plus n oder minus n wäre auch möglich, aber das muss ich Ihnen erklären, wie das zustande kommen kann. Hängt mit dem zusammen, was Sie gesagt haben, ja? Ja? Ja, Sie haben schon wieder verraten. da ist die Rede von atomar. Wissen Sie was? Wir probieren es aus. Und zwar jetzt das hier. Also, ich hatte schon ein paar Läufe. Also, wir führen aus den Wettlauf, da ist das übersetzte Programm mit 10 Iterationen, ja? Und was kommt raus? 0. Ja? Nochmal. Passt doch alles, oder? Na schön. Wir probieren es mit 100. 100 Iterationen. Auch 0. Ist doch alles wunderbar, oder? So wie es sein sollte. Einer zählt rauf, der andere zählt runter. Ja? Okay. Machen wir es so. Mit 1000 Stück. Minus 575. Was ist jetzt? 616. 389. Seltsam, oder? Machen wir mal noch ein paar mehr. Machen wir mal, sagen wir jetzt, sagen wir 1 Million Iterationen, ja? Minus 235.000, wenn ich mich nicht täusche, ja? Wir probieren es nochmal aus. Das gibt es auch nicht, oder? Irgendwas stimmt hier nicht, ne? Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Ich hatte jetzt die letzte Frage ausgelassen. Jetzt wissen Sie natürlich, was die Antwort ist. Es kann eine beliebige Zahl auftreten. Aber die beliebige Zahl hat Schranken. Und die Schranken sind minus n und plus n. Zwischen minus n und plus n kann alles auftreten. Ja? Kann alles auftreten. Und woran liegt es das? Ihr Kollege hat es schon kürzlich verraten. Es gibt da ein Synchronisationsproblem. Ja? Das muss ich Ihnen nachher auf der Folie nochmal erklären, aber soweit, ich möchte jetzt noch das Programm ein bisschen rumprobieren. Das I++ und das I-minus-minus, das ist keine einzelne Instruktion, atomare Instruktion, die unteilbar wäre, sondern es sind mehrere Befehle, deswegen hatte ich ja darauf Wert gelegt, dass wir wissen, was mit unserem Java auf der Maschine passiert. Die I++-Methode besteht daraus, dass Sie zuerst einen Wert aus dem Speicher laden müssen, dann den Wert erhöhen und dann den Wert zurückschreiben. Der konkurrierende Faden macht genau das Gleiche und kann diese drei beliebig verschränken. Und das ist das Neue, das Schwierige beim Parallelprogrammieren. Darüber
Bescheid zu wissen oder zu erkennen, wann diese Verschränkungen stattfinden können. Wir können jetzt nämlich Folgendes bewirken. Faden 1 lädt die Zahl 100, Faden 2 lädt die Zahl 100. Faden 1 erhöht sie auf 101 und dann überholt ihn der andere Faden. Der sagt, ich habe auch 100 geladen, ich ziehe eins ab, sehe 99, bekomme 99 und speichere die 99, bevor der andere seine Speicheroperation durchführen kann. Und dann sagt der andere Faden, ja, ich hatte jetzt 101, das speichere ich jetzt weg, dann ist das Ergebnis 101. Das Ergebnis, richtige Ergebnis, da wir einmal erhöht haben und einmal erniedrigt haben, hätte aber 100 sein müssen. Und es war so, dass durch diese Verschränkung das Ergebnis des einen Fadens vom anderen Faden einfach überschrieben wurde, ohne Kenntnis des Zwischenstandes. Ja? Das heißt, das I++ und das I-minus-minus können, obwohl es so harmlos aussieht mit drei Zeichen, schon zu Verschränkungen führen, die falsche Ergebnisse liefern. Und das kann man hier ganz gut sehen. So, was ist die Hilfe dabei? Die Hilfe dabei ist, dass man den Zugriff auf das I, nämlich den Code für I++ und das I-minus-minus jeweils in einen Monitor setzt. Einen Monitor, der dafür sorgt, dass nur ein Faden dieses Stück Code beschreiben kann. Ja? Was wir jetzt machen, ist, ich habe auch eine synchronisierte Variante. Ja? Und die synchronisierte Variante ist genau der gleiche Aufruf, aber ich schreibe einfach ein Minus S dahinter. Ja? Und da kommt zuverlässig, ja? Jetzt haben wir endlich mal das Ergebnis, was stimmt, ja? Ist jetzt unabhängig davon, wie viel sie haben. Ich gebe jetzt einfach noch 3, 4, 5, 6, 7, noch zwei Nullen dazu. Und synchronisiere. Und jetzt merken Sie, das dauert ja. Ja, ich habe jetzt hundertfache Aufwand. Das dauert jetzt. Wie schlimm ist das eigentlich? Ja? Das Synchronisieren kostet Zeit. Das liegt auch wieder an der Maschinenarchitektur daran. Die Synchronisierung erfordert nämlich, dass gewissermaßen die Caches angehalten werden und gesagt wird, wenn ich in den Monitor drin bin und eine Variable i und diese Variable i brauche, dann darf kein anderer diese Variable in seinem Cache führen. Das heißt, ich muss überall rausgehen und sagen, invalidiere dein i. Das wird jetzt nicht mehr richtig sein, weil ich daran arbeite. Und wenn ich fertig bin, dann gebe ich den Monitor frei, was auch wieder eine Cache-Operation nach sich zieht, entweder den Wert schreibt in den Hauptspeicher, so nehmen manche an, es wäre, ist aber nicht erforderlich, dass ich tatsächlich den Wert in den Hauptspeicher schreibe, aber ich muss ihn dann zur Verfügung stellen für die anderen Fäden, dass er aus meinem Cache geholt wird. Ja? Denn nur derjenige, der als letzter den Wert beschrieben hat, hat den richtigen Wert. Und das kostet Zeit. So, und das wollen wir jetzt mal messen. Ja? Ich muss mal dieses blöde Ding absetzen, weil und zwar machen wir das so. Wir nehmen erstmal das Minus S weg. Wir wissen, ich muss nichts weiteres tun als Time davor schreiben. Dann kriege ich die Zeit raus. Ja? Also unsynchronisiert dauert es 0,3, 0,4 Sekunden. Ich nehme jetzt noch eine 0 dazu, damit wir ein bisschen mehr Stoff haben. Okay, also wir merken uns, Sie sehen jetzt hier, haben wir etwa 1,5 Sekunden, das sind die addierten Zeiten. Und dann nehme ich jetzt noch, Moment, das Minus S dazu, aber noch nicht, starte noch nicht, ich mache erst noch den CPU-Verlauf, ja? Muss ich ein bisschen kleiner machen, damit alle vier da sind. Moment. Dann sehen wir nicht alles. So, jetzt starte ich das Ding. Umsteigt. Last auf der CPU steigt langsam an. Ist also ganz am rechten Rand. Und jetzt müsste er fertig sein, oder? Nein, noch nicht. Dann machen wir gleich noch einen Nuller dran. Dann dauert es 10-mal so lang. Dann müssen Sie Geduld haben. Aber Sie sehen schon, es dauert sehr viel länger.
Ja, jetzt kommt die richtige Auslastung zu sehen. Also Prozess 0, Prozessor 0 und Prozessor 2 arbeiten. Ja? Die streiten sich jetzt um den Zugang zu dieser Variablen. Das obere Fenster ist ein bisschen gestaucht, also es sind also nur prozentual zu sehen. Ja? Das ist der Aktivitätsmonitor, haben Sie auch auf Ihrem Windows-System. Ja? So, jetzt muss man halt ein bisschen warten, bis das vorbei ist, damit wir sehen, wie viel länger das dauert. Ja? Die roten und die gelben Farben, rot bedeutet Last auf dem, das vom Betriebssystem herrührt, und grün bedeutet Last, die vom Benutzerprogramm herrührt. Ja? Und klar, das Betriebssystem hier ist auch gefragt, um diese Synchronisation mit zu organisieren. So, jetzt sind wir fertig. Geht die Last wieder nach unten. Und dann schauen wir uns die Zahlen an. Also wir hatten jetzt 1 Minute 45 Sekunden gebraucht, versus hier eine Sekunde, eineinhalb Sekunden. Ja? Also wir haben ungefähr 145 zu 1, also etwa 100 Mal so lang gebraucht. Für die gleiche Rechnung, aber nur, dass wir auf sehr feine, granularen Operationen synchronisiert haben. Das Programm zeige ich Ihnen gleich. Ja? Gut, das war also das Ende der Demo. Gibt es schon Fragen dazu vielleicht? Nö. Dann schauen wir uns noch das da an. Das hatten wir als letztes gehabt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Da hier noch den Rest des Programms. Also es ist so, dass bei 100 gleich, kommt meistens noch 0 raus, bei 200 auch noch, bei 300 gelegentlich, das kommt jetzt ein bisschen von auf den Rechner an, aber wieso tritt der Fehler bei 100 nicht auf? Ja? Der Fehler bei 100 tritt nicht auf, weil es so wahnsinnig schnell geht, dass der Faden, der gestartet wird, schon fertig ist, bevor ich den nächsten gestartet habe. Das heißt, es führt wahrscheinlich zu gar keiner Interaktion oder zu keiner Verschränkung der Befehlsfolgen. Danach haben Sie ja gesehen, das haben wir jetzt durchgenommen, in echt. So, also hier ist nochmal die Erklärung, der eine Faden holt sich den Wert und aus irgendeinem Grunde bleibt jetzt ein Moment lang stehen, sodass der andere ihn überholt. Ich meine, es gibt ja tausende dieser Abläufe, wenn ich da 1 Million laufen lasse, da gibt es schon mal so eine Situation, ja, wo einer sich den Wert holt, der holt sich den gleichen Wert, der niedrigen, und schreibt ihn zurück. Wunderbar. Der ist der niedriger, also von 100 auf 99, schreibt rein. Wunderbar, alles klar. Aber der hat noch den alten 100er, der erhöht ihn, schreibt 101 rein. Ja. Damit ist dieser Wert hier einfach verschwunden. Typischerweise. Ja. So, wie repariere ich das? Synchronized davor schreiben. Ich habe es jetzt so gemacht, dass das Synchronized nur diese Erhöhung betrifft. Ja. Und zwar sagt dieses Synchronized jetzt Folgendes, das sagt jetzt, wir machen jetzt einen Monitor auf, wir benutzen den Monitor, der mit dem Objekt zusammenhängt, in dem das gerade steht. Ja. Und natürlich auch den gleichen Monitor hier. Und dieser Monitor werde ich nachher noch genau erklären, bewirkt Folgendes. Wenn der Monitor ist entweder besetzt von einem und genau einem Faden oder frei. Wenn ein Faden den Monitor betreten will und er ist frei, dann darf er ihn betreten, aber dann ist der Monitor besetzt. Führt seine Operation aus, die ist hier einfach so in der Größenordnung von 5 Instruktionen, mehr ist es nicht, und verlässt den Monitor wieder. Während der Monitor besetzt ist, kommt möglicherweise ein zweiter Faden daher und will auch den Monitor betreten, muss aber warten, bis der Monitor wieder frei ist. Ja? Werden also zwangssequenzialisiert, diese Operationen am Monitor werden also garantiert, dass sie hintereinander ablaufen und nicht gleichzeitig. Ja? Und das ist genau das, was wir wollten. Ja, bitte? Würde es reichen, Synchronized mit einem dieser beiden Codestücke zu verzieren? Ist das die Frage? Okay, das können wir mal durchdenken. Nehmen wir an, wir nehmen hier Synchronized weg. Dann würde also einer dieser Fäden hier, von denen Sie jetzt wissen, wir haben nur 2. Ja, wir haben nur 2 Fäden. Dieser eine Faden wird sagen, ist es frei?
ist frei, kann rein, ist nächstes Mal rund, ist immer noch frei, ist immer noch frei, immer noch frei, wird nie besetzt werden. Läuft also fröhlich durch diese Instruktionen durch, der genauso ungehindert, und wir haben genau die gleiche Situation des Wettlaufs von vorher. Also nur einen blockieren zu wollen, hat überhaupt keinen Sinn. Ja? Denn der wird dann von niemandem anderen jemals aufgehalten. Sehen Sie? Ja, sonst noch Fragen? Ich könnte natürlich auch noch Folgendes machen. Ich könnte das Synchronized um die Schleife herum schreiben. Also eine Zeile höher. Hier vorne rein Synchronized und hier vorne rein Synchronized. Was wäre die Folge dann? Würde es länger dauern? Also ich habe als Synchronized hier, Klammer auf, Synchronized, for long, bla bla bla, Wert und dann Synchronized, Schleife zu und Ende Schleife und, ja. Was dann passieren würde, ist, beide versuchen, diesen einen Monitor zu betreten. Wie oft werden sie den Monitor zu betreten versuchen? Genau einmal. Am Anfang der Schleife. Ja, genau einmal. Einer gewinnt, der macht seine ganzen Durchläufe, erhöht es meinetwegen von 0 auf 1 Million, dann gibt er den Monitor frei, dann kommt der Zweite und sagt, jetzt darf ich herein, ich niedrige das wieder von 1 Million runter auf 0. Und das Ergebnis wäre richtig, aber wir hätten jetzt nicht mehr diese feingranulare Interaktion, also die feingranulare Rechnung. Ich habe es bewusst hier reingesetzt, um diese Verschränkungen zu erzeugen, damit sie sehen, was da passieren kann. Und es ist nicht schlecht, ich möchte Sie nur damit darauf hinweisen, dass man gerne hat, dass was man hier in einem Synchronized-Block ausführt, tatsächlich ein bisschen Zeit kostet, was zu rechnen ist, weil es andernfalls eben die Synchronisation zu häufig ist. Oder aber der Synchronisationsblock Eintritt ist relativ selten. Ja, dann kann man sich das und muss man sich das natürlich leisten. Ich meine von der Laufzeit her. Ja, also von der Laufzeit her, der Fall Synchronized außenrum sind zwei Monitoreintritte. Das werden wir wahrscheinlich gar nicht merken an der Zeit, ja, weil es nur einer ist. Ja. Und verhältnismäßig kurz ist jetzt wieder gegenüber der inneren Schleife. Die innere Schleife iteriert jetzt, was weiß ich, was, je nachdem, was n ist, kann er 10 Milliarden Mal iterieren. Das ist dann schon, dauert dann schon ein paar Sekunden. Wir haben ja gesehen, 1,5 Sekunden war das bei 1 Million oder waren es schon bei 10 Millionen, weiß jetzt nicht mehr. Da gegenüber ist wieder Synchronized kurz. Ja? Aber gegenüber einer I++ ist Synchronized lang. Ja, bitte. Sind die Daten in dem Objekt mit selbst geschützt? Also, da müssen wir noch ein bisschen warten. Es ist keine Magie dahinter. Ja? Was der Monitor sagt, lediglich, wir einigen uns auf ein Stoppzeichen oder auf eine Ampel, wenn Sie so wollen. Wir einigen uns auf eine Ampel. Ja? Und wir müssen beide oder alle drei oder noch mehr Fäden ein Stück Code ausführen, können das gleiche Stück Code sein, können unterschiedliche Codestücke sein, die hier sind unterschiedlich, ja. Aber wir haben uns vereinbart, dass nur einer das ausführt. Das ist alles, was der Monitor macht. Ja? Und welche Werte jetzt da geschützt werden, das hängt jetzt davon ab, ja? was in diesem Block betreten wird. Ja? Okay? Mhm. Nee. Ist es Variablenschutz oder ist es Ausführungsinstruktionsschutz? Es ist verwickelt. Beides, könnte man sagen, ja. Ich sage zunächst mal, wir einigen uns auf eine Ampel, dass nur einer durchkommt und dann seine Instruktionen ausführt. Diese Instruktionen greifen auf Variablen zu. Ja? Und wenn sonst kein Dritter da ist, der auch noch auf diese Variablen zugreift, und zwar ungeschützt, ohne das Stoppzeichen oder die Ampel zu beachten, dann haben wir ein Problem und ansonsten keines. Ja? Ich kann selbstverständlich hier, hatten Sie ja auch gemeint, mit nur ein Synchronized hinschreiben. Selbstverständlich könnte es einen dritten Faden geben, der auch an dem Wert rum was ändert und sagt, was weiß ich, mit 120 multipliziert oder sowas, aber das Synchronized nicht beachtet, das heißt, diese Operation nicht eingekleidet ist an Synchronized, dann führt es wieder zu Wettläufen zwischen diesen beiden, zwischen diesen dreien Fäden. Also die zwei verhalten sich dann ordentlich, der dritte nicht. Ja. Also kein automatischer Schutz der Variablen. Ich muss mir tatsächlich überlegen,
was die Variablen sind, die bei einer gleichzeitig modifiziert werden könnten. Ja, das muss ich wissen. Nennt man einen kritischen Abschnitt. So. Okay. Also Increment und Decrement Operationen sind also nicht atomar. Wenn ich i gleich i plus 1 hingeschrieben hätte, dann wären sie wahrscheinlich aufgefallen, aber i plus plus ist nur eine Kurzband, ein Kürzel. Synchronisation beachten und Variablen, die von mehreren Pferden geschrieben werden, müssen durch entsprechende Konstrukte, manchmal sagt man dazu sperren oder einen Monitor geschützt werden. Und wo der Monitor herkommt, das erkläre ich Ihnen. So, jetzt schauen wir uns das an, was ja alles benutzt wurde. Erzeugen von Kontrollfäden haben wir schon gesehen. Konstrukte zum Schützen kritischer Abschnitte. Synchronized in Java, das ist sehr praktisch, aber da müssen wir noch ein bisschen was hinzufügen. Und Konstrukte für Warten und Benachrichten. Wait and Notify, das ich schon erwähnt habe, aber in diesem Beispiel noch nicht benutzt hatten. Ja? Das Wait and Notify könnte ich zum Beispiel einsetzen, wenn ich sagen würde, ein Faden erhöht diesen Wert immer weiter. Und wenn einen bestimmten Schwellwert erreicht hat, ja, dann will ich einen anderen Faden starten, der etwas anderes macht, an anderen Variablen arbeitet und so weiter. Aber der will nur sicherstellen, dass, sagen wir, der Schwellwert erreicht ist. Dann geht das mit Synchronized nicht. Denn mit Synchronized kann ich nur auf das Betreten warten, aber nicht, dass ein bestimmter Wert erreicht ist. Ja, wenn ein bestimmter Wert erreicht werden soll, zum Beispiel ein Puffer nicht mehr leer, dann brauche ich dieses Signalisieren, was ich schon am Anfang erwähnt hatte. Und das geht zum einen mit Wait, dass ich warte, dass ich darauf signalisiert werde. Und derjenige, der in unserem Beispiel den Schwellenwert erreicht hat, muss dann mir ein Signal schicken, dass dieser andere Prozess oder Faden laufen kann. Das ist also dann auch paarweise. So, gut, das haben wir schon ausführlich besprochen, dass ich, wenn ich einen Faden erzeuge, meinen eigenen Keller und Programmzähler bekomme, Zugriff auf Halde habe und lokale Kopien von Daten aufgrund von Caches habe. Ja? So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, einen Faden zu erzeugen. Ich schaue mal erstmal den zweiten an. Es gibt also die Klasse Thread, ist fest eingebaut. Sie implementiert ein Runnable, warum auch immer. Wir müssen das gar nicht so genau wissen, aber Sie sehen hier, ich kann jetzt im Konstruktor ein Runnable mitgeben. Das ist genau das, was ich in dem Beispiel gemacht habe. Und der Faden hat dann die Methode Start und hat dann noch ein eigenes Run. Dieses Run bitte nicht aufrufen. Ja? Sie geben ein Runnable, das hat auch ein Run. Es gibt also zwei Runs. Nie Run aufrufen, merken, nie Run aufrufen. Oder aber, Sie machen es folgendes, das ist eigentlich das Gleiche ist, aber die Schreibweise ist ein klein bisschen anders. Sie nehmen das Interface Runnable her und implementieren dieses Interface und übergeben das dann einem Faden. Ja? So, ich zeige Ihnen mal, wie es Faden erzeugen geht. Das Methode 1 ist, Sie implementieren die Schnittstelle Runnable. Sie sagen einfach My Runnable oder sowas, ja. Oder mein Arbeiterfaden oder sowas, ja. Implementieren darin die Methode Run. Die Methode Run kann natürlich auch andere Methoden aufrufen, das ist klar. Das muss nicht alles in eine Methode gepackt sein. Und dann übergeben Sie die Instanz einem Thread-Objekt und rufen Start auf. Ja? So direkt geht das, ja. Oder aber Sie legen eine Subklasse von Thread an. Sie machen eine Unterklasse von Thread. Ja, überschreiben darin die Methode Run, da ist Ihre Arbeit, legen eine Instanz dieses Dingens an und rufen Start an diesem Objekt auf. Ja? Ich zeige Ihnen mal, wie der Code dafür aussieht. Also, Methode 1, wir machen jetzt mit Runnable. Also das heißt, ich habe eine Klasse, die nenne ich ComputeRun. Das ist ein Runnable, hat ein Min und ein Max drin. Das Min und das Max, das brauche ich oft. Denken Sie zum Beispiel, ich müsste eine parallele Vektoroperation machen. Ich habe also einen Vektor, der ist, was weiß ich, 100 Milliarden Elemente lang und zwei Vektoren davon zu addieren, das dauert Ewigkeiten. Also spalte ich das auf in 8 oder 16 Abschnitte, baue mir ein Runnable, das immer einen Abschnitt bearbeitet. Jedes einzelne Runnable
wird von Min bis Max arbeiten und das Min bis Max muss ich ihm natürlich sagen. Der erste kriegt einfach von 0 bis 10.000, der nächste kriegt von 10.001 bis 20.000, der übernächste 20.000 und so weiter. Ja? Also deswegen das Min und Max. Dazu brauche ich natürlich auch einen Konstruktor, ist alles noch, was wir längst wissen. Der Konstruktor legt natürlich die Grenzen fest. Dann kommt die Run, das ist also die parallele Aufgabe. Die könnte also da eine Schleife sein, die von Min bis Max geht und zwei Vektoren Abschnitte addiert. Ja? Das wäre also eine mögliche Aufgabenaufteilung für so ziemlich das einfachste Beispiel für Parallelverarbeitung, nämlich das Addieren von zwei Vektoren. Ja? So, also unser Runnable uns ausgedacht und hingeschrieben. Was mache ich jetzt? Ich nehme dieses Runnable her, erzeuge ein Objekt davon, New Compute Run 1 bis 20, das nenne ich C, und erzeuge einen neuen Faden C, einen neuen Faden, übergebe das C und rufe Start auf. Ab ist fertig ist der Lack, ist übrigens die bevorzugte Methode, weil dann können Sie das Runnable auch noch in einem sequentiellen Kontext benutzen. Vielleicht können Sie ja mal den gesamten Vektor rechnen, dann sagen Sie, ich nehme das Runnable von 0 bis Länge her. Ja? Das geht also auch, ginge dann also auch noch. Die andere Methode sieht syntaktisch ähnlich aus, aber nicht genau gleich. Da gehe ich so her, ich sage, ich mache auch einen Compute Run, eine neue Klasse. Die ist aber jetzt ein Thread, eine Unterklasse von Thread. Da brauche ich natürlich auch meinen schönen Konstruktor. Und die parallele Aufgabe ist die gleiche. Ich habe jetzt eine Unterklasse von Thread und an der kann ich einfach New Compute Run, also ein neues Objekt erzeugen, eine Instanz davon und Start aufrufen. Sieht fast genauso aus. Ja? Und im Beispiel hatten wir gesehen, dass ich ein New Runnable erzeugt habe mit einer Run-Methode und die kann ich auch anonym, als anonyme Klasse einem Thread übergeben. Das wäre wieder Methode 1, irgendwie knapper hingeschrieben. Wenn die Run-Methode also wirklich ganz kurz ist, dann kann man das so machen. Wenn es mehr als, sagen wir mal, 15 Zeilen ist, dann separates Objekt hinschreiben. Ja? Schade. Und Sie wissen schon, wie ich darauf warte, wie der Hauptfaden darauf warten kann, dass das Ding zu Ende geht mit einem Join. So, was passiert hier eigentlich? Und das ist in Java kompliziert, muss wohl so sein. Also, Sie erzeugen zuerst einen neuen Faden. Der Faden ist erstmal nur Daten. Ja? Nur Daten angelegt. Keller, Speicher, wohlgemerkt. Ja? Dann rufen Sie Start auf. Dieser Start. Und das ist eben, das geht jetzt über das Betriebssystem, dass jetzt eine sogenannte neue Aktivität ausgeführt werden muss. Es wird die Run-Methode an dieser neuen Aktivität ausgeführt, während die Startaufruf sofort zurückkehrt. Dann wird die Methode Run an dem Runnable aufgerufen und das macht eigentlich erst die Arbeit. Und dann gehört diese Aktivität erst zurück. Ja? Wie kann ich hier mit einem Join abfragen? Auf dem gleichen Thread natürlich. Also es gibt da zwei Run-Methoden. Es ist nicht so furchtbar wichtig, dass Sie jetzt genau wissen, wie das alles zusammenhängt mit den zwei beiden Run-Methoden, aber wir brauchen sie sowieso nie aufzurufen. Ja? Okay, jedenfalls wird eine neue Aktivität erzeugt in Java-Sprache und das ist eigentlich der Faden, der die Arbeit leistet. So. Das habe ich schon gesagt. Wenn Sie Runnable benutzen anstelle eine Unterklasse von Thread, dann haben Sie Nummer eins die Möglichkeit, das Runnable noch an anderen Stellen zu benutzen, einem nicht parallelen Kontext, also einem sequentiellen Kontext. Sie können das Runnable auch übers Netzwerk verschicken. Einen Thread kann man über Netzwerk nicht verschicken, der ist fest an eine bestimmte Maschine gebunden. Und Sie können natürlich auch noch vom Runnable in das Runnable hinein vererben. Ja? Wenn Sie eine Unterklasse von Thread gebildet haben, können Sie da nicht mehr hinein vererben. Sie haben ja einfache Vererbung nur. Okay, das war also die Information darüber.